Hey, ich bin der Steven, ich bin 18 Jahre alt. Hey, ich bin Angelina, ich bin auch 18 Jahre alt. Und momentan leben wir von meinem Bürgergeld 502 Euro. Wir wollen unser Leben fest in die Hand nehmen. Aber leider steht mir noch der Knast bevor. Steven hat die Ausbildung, Angelina den Job geschmissen. Beide haben wir bereits in unserer Sendung kennengelernt. In Chemnitz sind sie damals bei den Zwillingsbrüdern Patrick und Dominik untergekommen. Ja, wir sind seit einem Monat hier. Wir waren vorher 4-5 Wochen obdachlos in Dresden unterwegs und ich gehe auch bald in den Knast. Ja, also ich muss rein, weil ich meine 100 Sozialstunden hier gemacht habe. Aber durch sie jetzt versuche ich jetzt auch nach dem Knast dann mein Leben irgendwie nach oben zu bringen und nicht weiter runter zu gehen. Vor Steven liegen 2 Wochen Jugendarrest in Dresden. Nach dem Knast will das Paar in ein neues Leben starten. Wir sind halt von Chemnitz hierher gekommen, weil da gab es noch Streitereien und ich habe mich auch nicht mehr wohl gefühlt und so. Und war halt emotional nicht mehr so stabil. Und dann meinte ich zu Steven halt, ja komm, lass mal nach Dresden, ich möchte das hier nicht mehr. Sonst unsere Beziehung wäre auch fast kaputt gegangen deswegen. Und ja, sind mit dem Zug wieder hergekommen und wollen hier was Neues gerade aufbauen. Auch wegen Wohnung und Bürgergeld, weil das haben wir in Chemnitz ja nicht so hingekriegt. Also ihr bekommt jetzt Bürgergeld? Ja. Bei ihr ist der Antrag noch nicht ganz durch. Ich wurde vorläufig angenommen. Wir haben uns viel Kopf darüber gemacht, bis wir entschlossen haben, Bürgergeld zu machen erstmal. Also es ist nie unser Geld. Wir wollen halt auch nicht auf die Kosten anderer leben. Sobald wir die Wohnung haben, wollen wir auf Ausbildungssuche gehen und dann wird das schon. Doch vorher muss der 18-Jährige seinen Arrest absitzen. Wann Steven diesen antreten wird, steht noch nicht fest. Nur die Dauer. Ich muss ins Gefängnis halt für 2 Wochen. Das nimmt mich auch ein bisschen mit, weil ich dann in der Zeit alleine bin. Und wir müssen halt anfangen, die Wohnung dann, weil wir kriegen ja eine neue Wohnung jetzt, zu renovieren und alles. Ich weiß nicht, ob ich das auch alleine schaffe, wenn er dann rein muss. Das wird halt schwer. Ihr sprecht die ganze Zeit von einer neuen Wohnung. Wie lebt ihr gerade? Tatsächlich, wir sind gerade bei einem Kollegen untergebracht im Keller. Ja, es ist nicht jedem das so, sage ich mal, aber es ist erstmal ein Dach über dem Kopf, sage ich. Ja, besser als auf einer Straße leben und im Regen liegen oder sowas oder in der Kälte. Da haben wir eigentlich schon auch nichts gegen Paddy, aber da haben wir eigentlich auch eigentlich uns nur aufgelevelt im Gegensatz zu Chemnitz. Dort hausten sie mit den Zwillingsbrüdern zu viert in einer Einzimmerwohnung. Auf wenig Platz kam es regelmäßig zu Alkoholexzessen. Angelina und Steven ziehen die Reißleine. Die Konsequenz? Ein kalter Keller ohne Tageslicht. Die beiden haben nur wenige Quadratmeter Platz. Das ist so momentan unser Reich. Also wir sind wirklich nur hier, um zu schlafen. Das hier sind alles Sachen von unserem Kollegen. Ja, das ist halt unser Klamottenbeutel. Hier haben wir so eine kleine Ablagefläche. Hier ist so Essen und sowas drin. Also das ist unsere Schublade, so sage ich mal. Wie wir uns halt dabei fühlen. Ja, ich denke mal, so wie sich jeder fühlen würde, in einem Keller zu schlafen, sage ich mal. Ich fühle mich hier so wie eingeengt und da kriege ich immer so eine Panikattacke. Auch beim Schlafen kriege ich eine. Hatte ich vorher noch nie. Ich zitter meistens und kriege übelste Atemnot. Mein Herz rast und habe manchmal das Gefühl, dass ich brechen muss. Aber das ist nicht so. Und da brauche ich immer frische Luft und gehe nachts raus. Und da will ich auch gar nicht mehr hier rein. Weil das für mich dann so wieder, ich denke dann halt, das passiert wieder. Und das ist halt die Angst in mir und das sind halt die Panikattacken. Panik und Beklemmungen im Kellerloch. Die Wohnungslosigkeit setzt Angelina gesundheitlich zu. Die eigenen 4 Wände noch in weiter Ferne. Ich bin guter Dinge, dass es jetzt diesen Monat funktioniert. Mit der Wohnung halt auch. Und dann wird das ein übelst geiles Gefühl sein, in seinem Bett zu liegen und zu wissen, hier kommt niemand rein und so. Wie ist da ganz konkret der Stand mit der Wohnung? Da haben wir uns eine Wohnung rausgesucht im Internet, haben wirklich 15, 20 Wohnungen angeschrieben und eine hat sich halt gemeldet. Die Vermieterin hat uns halt gestern angerufen gehabt und meinte eben, dass wir einen Mietvertrag theoretisch unterschreiben könnten. Die hat aber auch schon so wieder geredet am Telefon gestern, so ja, das und das. Ja, das war nur wegen meinem Schufa-Eintrag, Schatz. Ja, und was ist, wenn du die nicht kriegst? Na, wir kriegen also wir. Da weiß ich auch nicht, aber... Weil die hat ja gesagt, wenn der Chef das nicht so akzeptiert, dann kriegen wir das nicht. Hat die gesagt. Ja, wenn wir die nicht kriegen, kriegen wir nirgends hier in Dresden eine. Und das wäre natürlich so ein Punkt... Also es würde mich zum Beispiel übelst wieder nach unten schmeißen, wenn du weißt, hier, das sind die Einzigen, die dich nehmen. Und wenn die dich nicht nehmen, hast du halt die Arschkarte. Ich sage immer noch, das wird funktionieren. Ja.
Drogen, Diebstahl, Körperverletzung. Steven hat mit gerade mal 18 Jahren schon einiges hinter sich. Ich habe schon sehr früh angefangen, Scheiße zu bauen. Also in meiner Grundschule habe ich versucht, die Grundschule anzuzünden. In der Grundschule habe ich meine Lehrer zusammengeschlagen. In der Grundschule? Ja, mit 10 habe ich doch meine Lehrerin 3 Rippen geprellt oder so. Scheiße. Du hast als Grundschüler deine Lehrerin verprügelt? Ja, weil die meinen Bruder ins Sekretariat bringen wollte. Ich hatte früher noch Aggressionsprobleme, die habe ich mittlerweile auch im Griff. Aber ganz früher hatte ich deswegen auch Medikamente und so. Da kommen halt noch ganz viele andere Sachen, Einbruch oder andere schlimmere Dinge. Und dass ich halt gehäuft habe. Also ich habe wirklich manche Anzeigen 5, 6, 7 Mal da liegen oder habe so einen Stapel gelbe Briefe gehabt. Gewalttaten wie diese sind unentschuldbar und haben für Opfer und Täter schlimme Konsequenzen. Und wie denkst du da jetzt im Moment drüber? Ja, ich bereue es, also wirklich. Also es wird mich jetzt, es ist gerade der Anfang, die 2 Wochen, sage ich mal. Das ist ja noch relativ harmlos, sage ich mal. In dem, was ich gemacht habe, auch in Chemnitz und so. In Chemnitz kommen ja auch dann nochmal 3 Ladendiebstähle mit Waffen dazu. Um an Alkohol zu kommen, bedrohten Steven und die Zwillinge einen Supermarktmitarbeiter. Zu körperlicher Gewalt soll es nicht gekommen sein. Wir haben Aldi überfallen. Also ich und der Steven hier, der neben mir, wir wurden vorläufig festgenommen. Er war in der Zelle, ich war beim Kriminaldings, also er auch. Und dann wurden wir vernommen. Und dann könnten wir eine Aussage machen oder nicht. Oder einen Anwalt hinzufügen, je nachdem, wie wir wollten. Ich habe eine Aussage gemacht und ja, ich habe das alles halt zugegeben. Steven setzt seine Zukunft aufs Spiel. Denn räuberischer Diebstahl ist kein Kavaliersdelikt. Erwachsenen droht dafür bis zu 15 Jahre Haft. Also, ja, ich bin nicht stolz drauf. Aber das hat in Chemnitz zum Beispiel der Alkohol mit mir gemacht, weil harter Alkohol verändert Menschen, sage ich mal. Ja, aber früher die Drogen, ja, bin ich auch nicht stolz drauf. Seit ich halt meine Freundin habe, mache ich das halt auch nicht mehr. Ich finde halt schon immer Drogen scheiße und ich habe auch, ich sag mal, einmal gekifft und davon habe ich auch eine Panikattacke gekriegt und seitdem hasse ich die abgöttisch. Generell auch sowas wie Chemos oder so, das ist einfach so scheiße, das macht einfach den Körper kaputt. Und gerade auch, wenn jetzt Drogen nehmen würde, wäre es ihm egal, jetzt alles so, auch mit dem Bürgergeld oder mit der Wohnung, da würde drauf scheißen, auf Deutsch gesagt. Zurück bei Angelina und Steven in Dresden. Die beiden 18-Jährigen sind wohnungs- und arbeitslos. Zurzeit schlafen sie in einem Keller, ohne Tageslicht und ohne Wasser. Alltägliche Sachen wie Waschen werden da zur Herausforderung. Waschen. 6 Kilo, 3,50 Euro, das geht eigentlich voll. Na, finanziell ist das gerade kein Problem, da wir halt auch noch versuchen, aufs Geld aufzupassen. Und mit dem Restgeld wollen wir über den Monat kommen. Und das wird, denke ich, ganz gut funktionieren, weil wir haben jetzt noch über 300. Also, jo, müsste theoretisch alles funktionieren. Was glaubt ihr, wie wird euer Leben nach dem Gefängnis sein, Steven? Ich denke, es wird positiver werden. Wirklich positiver. Vielleicht kommt da keine Anzeige mehr rein, sage ich mal. Die beste Möglichkeit, sich Arbeit zu suchen. Das wird so der Plan sein, dass ich halt danach direkt anfange, am besten schon im Gefängnis, wie meine Jugendgerichtshilfe gesagt hat, anscheinend schon da Sachen vorbereiten kann und mir den Kopf machen kann, dass ich dann rauskomme und direkt starten kann, quasi Bewerbung losschicken und hoffen, dass es mal angenommen wird. Und dass es dann halt auch wirklich aus dem Hartz IV, also Bürgergeld heißt es da, dass es dann dort rausgeht und Richtung Arbeit geht. Und dass man halt nicht so aufs Jobcenter angebunden ist, dass man seinen eigenen Lebensstandard sich erarbeitet. Steven will seine kriminelle Vergangenheit hinter sich lassen, auch Angelina zuliebe. Doch im echten Leben Fuß fassen? Mit Vorstrafen und ohne Ausbildung? Schwierig. Hier bin ich dann drin. Ich sehe nur eine Mauer. Ja, ich sehe auch nur die Mauer, aber ich sehe den Stacheldraht. Ja. Da ist die Besucher. Ja, wo ich dann hin muss, wenn ich dich besuchen komme. Kannst du dir vorstellen, mich dahinter? Nein. Überhaupt nicht. Echt? Das ist echt komisch. Für mich. Schon traurig, dass mein Freund hier rein muss, aber man kann nichts dran ändern. Es muss halt. Ja. Gerade wegen meiner Gesundheit in letzter Zeit habe ich ein bisschen Angst, dass mir irgendwas passiert, wenn ich alleine bin, weil
Wegen den Panikattacken? Ja, weil ich muss dann immer jemanden bei mir haben, sonst passiert mir was Schlimmeres oder ich komme nie davon runter. Das sind halt so meine Gedanken. Stephens anstehender Knastaufenthalt ist eine Zerreißprobe für das junge Paar. Vor allem für Angelina. Ja, was ist, wenn es verlängert wird? Das kann ja passieren. Da habe ich immer so die Angst davor, weil ja immer so nach und nach was gekommen ist von Stephen an Straftaten und so. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Anzeigen du am Laufen hast? Genau kann ich es nicht sagen, aber ich weiß, dass ich jetzt auf jeden Fall noch schwere Körperverletzungen, räuberischer Diebstahl oder Diebstahl mit Waffen, irgendwie sowas. Boah, das sind aber ganz schön heftige Sachen. Ja. Schwere Körperverletzungen und räuberischer Diebstahl? Die habe ich auch beide nicht nur einmal. Das ist das Problem. Ja. Mit 10 Jahren griff Stephen seine Lehrerin an und versuchte, seine Grundschule anzuzünden. Der Beginn einer kriminellen Abwärtsspirale. Ja, das wird bei mir definitiv, denke ich, in meiner Zukunft noch sehr viele Probleme bringen. Aber ändern kann ich das jetzt auch nicht. Es ist geschehen, sage ich mal. Rückgängig machen geht nicht. Ich hoffe, dass es bei dem einen mal bleibt. Und hoffe ich auch. Ja, dass wir diesen Ort nur ein paar Mal sehen werden und nicht so oft. Also rein, raus und dann hoffentlich nie wieder, oder? Ja, denke ich auch. Hoffe ich. Ja, dann lass mal zurückgehen, oder? Ja, denke ich auch. Nein. Dann kommen wir wieder, wenn ich rein muss. Ja. Den beiden steht eine ungewisse Zukunft bevor. Wie wird sich der weitere Verlauf auf die Beziehung der 18-Jährigen auswirken?